Hexas Kolkrim von der Vipernschule. Schema Viper, Silberschwert. Okay. An Eva Bösaug, Rektor der Vipernschule. Ich habe jetzt alle legendären Schemas gefunden, die einst unserem Orden gehörten. Es haben sich jedoch gewisse Komplikationen ergeben. Auf dem Rückweg zu unserer Festung verbrachte ich eine Nacht in einem Dorf im temerischen Grenzland. Die verdammten Bauern beschlossen, mich zum Sündenbock zu machen und mir die Entführung einer Imkergöre anzulasten. Brachten mich zum Verhör in die Burg eines hiesigen Ritters. Dabei fanden sie eins der Schemas und konfiszierten es. Doch keine Sorge, ich werde es zurückbekommen. Die anderen haben sie nicht gefunden. Ich habe mich auf das allgemeine temerische Recht berufen und ein Urteil verlangt, statt mich dem Launen des Ritters auszuliefern. Meinem Begehr wurde stattgegeben und morgen werde ich die Familiengruft des Ritters von Geistern befreien. Ich erwarte keine besonderen Schwierigkeiten. Vielleicht erreiche ich unsere Festung noch vor diesem Brief. Werft die Schmiede an, wir haben einiges zu tun, Kolkrim. Nicht mehr so ganz gut funktioniert. Nice. War gelohnt. Da steht eine Kiste. Holy. Okay, das sind eine Menge Zeugs. Also, erstmal die Handschuhe. Umschalten, halten. Bitte. Brechen. Ein bisschen besser auf jeden Fall. Das hier hat halt einen Linkspunkt, aber das hier ist auf jeden Fall auch ein bisschen besser. Plus 7 kritischer Trefferbonus. Also. Okay, das hat sich jetzt tatsächlich wirklich richtig gelohnt. Echt. Lauf, Blitze! Magie, ein Ort der Macht. Blitze, was ist mit dir? Also ich muss sagen, das ist so das Krasseste, was mir von den von dem Next Gen auffällt. Beweg dich! Der Sonnenuntergang. Und Plötze sieht schon, also die Pferde sehen ein bisschen anders aus und so. Man sieht schon, dass es ein bisschen anders wird, also ein bisschen besser beleuchtet ist. Aber es ist jetzt nicht so krass. Ist zumindest mein Eindruck. Aber ich glaube, so im direkten Vergleich war es dann schon ein bisschen besser, ne? An mir geht der Stuart, er ist in Novigrad. Ein echter Vedimin. Meine Brüder werden mir das niemals glauben. Muss nicht mehr mit Nachtigkeit. Was zum Teufel ist das? Stimmt, ja. Roggen.
Hältst du mich für blind oder blöd? Dieses Getreide ist verdorben. Das wusste ich nicht. Für blöd also. Verdammt, ihr lernt es nie. Militärkodex Artikel 2 Abschnitt 3. Auf die Lieferung schadhafter Güter stehen 15 Knutenhiebe. So soll es sein. Nein, bei den Göttern, nein! Was? Ich frage für einen Freund, kann man die Machtdinger jetzt öfter auslösen oder wurde das vergessen? Du meinst jetzt hier Quen und sowas? Ich hab das doch genutzt. Oder sollte das so sein? War das gerade ein Front? Keine Ahnung. Ich hab sie doch benutzt. Kein freundlicher Hauptmann mehr? Komm, wir fragen ihn. Du hast die freundliche Maske also fallen lassen. Das war keine Maske. Ich habe die Hand ausgestreckt. Diese Leute haben drauf gespuckt. Vielleicht, weil sie das Schwert hielt, mit dem ihre Lieben getötet wurden? Ach so, das waren ja nur... Ein Moralist! Und was hättest du an meiner Stelle getan? Ich hätte nie an deiner Stelle gestanden. Sag mir, was du hier willst. Nee, man kann das öfter auslösen. Also ich hatte das jetzt, glaube ich. Ja, okay. Okay, dann habe ich verstanden, was du meinst. Ich dachte, du meinst die anderen Sachen, die Zeichendinger. Offensichtlich kann man das mehrfach auslösen, aber ich glaube, es hat dann einfach keinen Effekt, wenn du es dann nochmal auslöst. Also, außer das ist abgelaufen, I don't know. Ja, schön, dass du da bist. Ich wünsche dir einen schönen guten Abend. Ich wünsche dir auch einen schönen guten Abend. Ich habe meinen Teil der Abmachung erfüllt. Wo ist Yennefer hin? Nach Vysima. Dann war sie die ganze Zeit nur eine Tagesreise entfernt. Vor meiner Nase. Das hättest du gleich sagen können. Ja, hätte ich. Aber dann hättest du den Greifen nicht getötet. Wie du mir. Halt! Wir sind noch nicht fertig. Dieses Gold gehört dir. Damit du nicht sagst, du wärst unzureichend entlohnt worden. Zeit für eine Entscheidung. Okay. Was hätte es für einen Vorteil, wenn wir das Gold ablehnen? Wir können sagen, wir haben nie für ihn gearbeitet. Ist das wichtig? I don't know. Brauchen wir das Geld? Ja. Wir nehmen das Geld. Der Kaiser wird uns führen. Auf was sind wir so ein bisschen mehr als... Oh, ja. 250. Gnade, oh, bitte! Es ist auch egal, ob die hier Leute foltern. Oh Gott. Losung? Keine Ahnung. Dann gehst du wohl spazieren, was? Und zählst die Schwerter des Kaisers vom Einschlafen. In der Armee gibt's einen Ort für Schnüffler. Das Schafott. Und für dickköpfige Quartiermeister gibt's da auch einen Ort. Im Scherzen bist du gut. Und im Feilschen? Kannst du das auch? Voll gut. So. Kannst du was für mich anfertigen? Ich möchte, dass du etwas für mich anfertigst. Ich glaube, wir haben noch irgendwas gekriegt, ne? Haben wir noch irgendwas gekriegt? Oh ja, das haben wir. Dumpfe Armbrustbeugen, Explosiver. Mhm. Oh. Silberbarren. Okay, wir bräuchten nur 2 Silberbarren, dann könnten wir uns das Schwert machen. Ich glaube, ich ärgere mich gerade, dass ich das Silbertablett verkauft habe, ne? Aber das war nicht so klug von mir. Warte mal, ich muss mal kurz gucken. Haben wir noch irgendwas zum Zerlegen?
Ich vermute auch, der hat keinen Silber. Barbaren. Eisenbar. Mist. Wäre voll gut gewesen. Zeig mir deine Waren. Die haben wir jetzt ja schon gesehen, aber... Glanz. Informationen bleiben nach dem Lesen erhalten. Ein dorisches Schwert. Mehrischer Dolch. Er trägt auf Runenstein. Chance auf Betäuben. Kleiner Runenstein wird zur Herstellung von Ausrüstung verwendet. Außer auf Taumeln. Okay. Brauchen wir, glaube ich, alles erstmal nicht. Kann ich denn die anderen Waffen wenigstens verkaufen, die ich jetzt nicht brauche? Warte mal, der gibt uns dafür 5? Und 4? Das ist ja nicht so viel. Macht es dann nicht mehr Sinn, wenn ich das zerlege? Oder kann ich die nicht zerlegen? Wahrscheinlich nicht. Na gut, kann ich die zerlegen? Doch, ja. Ja, dann zerlege ich die aber lieber. Also ich hoffe, ich zerlege jetzt nicht meine angelegten Waffen, ne? Die Moral im Lager ist, interessiert uns jetzt nicht wirklich. Möge die Sonne auf dich scheinen. Okay, Silber ist das Ding. Waren tolerieren kein... Oh, okay. Pass bloß auf. Ach, hier darf ich nicht klauen. Barbaren. Ja? Kannst du immer noch aufschreien? Wir gehen mal lieber, ne? Wir sind mir da oben? Ach ne, hier. Lagerbrücke. Dann geht der Stuart, er ist in Novigrad. Reise, Klagebrücke. Jennifer ist in Vysima. Da wohnen ein paar Freunde und... Stimmt was nicht? Sieh dich um. Es braut sich was zusammen. Wer ist das? Patrioten. Trinken die 7. Runde für Temerien. Und die Fäuste jucken langsam. Hm. Ich sehe gar keine Nilfgaarder. Sie finden einen anderen Feind. Ich kaufe etwas Proviant, dann brechen wir auf. Geralt, wir sollten uns haushalten. Nur dieses eine Mal. Warum sagt ihr das denn jetzt so? Was ist mit den Lilien passiert? Abgehängt. Abgehängt? Für eine goldene Sonne?
Ich kann keine temerischen Farben zeigen. Sie brennen sonst die Taverne nieder. Vielleicht stimmt es, was man sagt, dass du die Kaiserliche magst, dass du Nilfgaards Hure bist. Nett. Ich lass das durchgehen, Lidka. Ich weiß, du bist außer dir vor Leid. Nichts weißt du. Sie haben meine Schwester aus dem Kloster gezerrt und aufgehängt. Haben gesagt, Nilfgaard sei kein Ort für Aberglaube, dass sie keine Götter fürchteten. Und du? Fürchtest du die Götter? Ohne Anni wäre dein Kind an seiner Nabelschnur erstickt. Du schuldest deinen Sohn Lass der Hilfe los. Meiner Schwester. Und du fürchtest den Zorn der Götter nicht? Hörst du nicht, du Fotze? Lass mich los! Okay. Erkennt ihr dieses Medaillon? Ihr wisst, was es heißt. Zurück! Alles klar. Hexer sollen angeblich unsere Kinder stehlen. Stimmt das? Was hat der Kaiser euch Mutanten versprochen? Ein eigenes Land, wie einst den Elfen? Raus hier, allesamt! Wir gehen nirgendwo hin. Ihr ebenfalls nicht. Die geben nicht nach. Ist klar. Das sehe ich. Nicht nachlassen! Erbärmlich. Ging schnell. Oh. Hätten wir mit ein bisschen weniger Blut vergießen, hätte das auch funktioniert, Geralt? Schon gut. Es ist vorbei. Geh weg! Lass mich in Ruhe! Sein Gesicht! Götter, erbarmt euch! Verschwindet und kommt nie wieder. Ja, siehst du? Jetzt hast du niemandem geholfen. So viel zum Thema raushalten. Na los, gehen wir. Gott sei Dank haben wir die Quintkarten vorher von ihr gekauft. Oh-oh. Oh-oh. Die Schlägerei haben wir nicht angefangen. Oh. Nichts als Ausreden. Du hast dich kein bisschen verändert. Jen? Wie? Ich hörte von einem Hexer in Weißgarten. Ich wusste, dass du das bist und mich suchst. Ich hätte warten können, bis du mich findest. Aber du kennst mich. Geduld war nie meine Stärke. Es ist schön, dich zu sehen, Geralt. Ich würde dich sogar umarmen, wenn du nicht so blutbeschmiert wärst. Tut mir leid. Ich habe nicht mit dir gerechnet. Jetzt geht's los. Um ehrlich zu sein, so habe ich mir unser Wiedersehen nicht vorgestellt. Ich bin auch Team Jen. Wie denn sonst? Tut mir leid, Ära. Er hätte keine nilfgaardische Eskorte erwartet. Versteh mich nicht falsch, Yennefer. Ich bin froh, dich zu sehen, aber ich finde, du bist uns eine Erklärung schuldig. Die sollt ihr kriegen. In Vysimar. Macht die Pferde bereit. Es gibt auch noch Team Plötze. Dieser Name. Mhm. Ein hübscher Name, finde ich. Warum Vysimar? Hier können wir reden. In der Nähe sind ein paar hübsche Obstgärten. In voller Blüte. Man riecht die Leichen fast gar nicht. Verlockender Vorschlag. Leider muss ich ablehnen. In Vysimar erwartet dich nämlich jemand, der nicht gerne wartet. Kaiser Emhyr war Emrais. Oder für die Vertrauteren die weiße Flamme, die auf den Grabhügeln der Feinde tanzt. Zu denen gehöre ich wohl nicht. Soweit ich mich entsinne, wollte er mich bei unserem letzten Treffen umbringen. Tja, jetzt will er dir ein Angebot machen. Die Sorte, die man nicht ablehnen kann? Wahrscheinlich. Ich habe es nicht abgelehnt, obwohl ich gekonnt hätte. Jeder mag hier. Weißt du, Ära, das ist halt so. Es gibt immer so einmal die richtig, so die wirklich wahre Liebe. Das ist Jen für Geralt. Ob man das nun wahrhaben will oder nicht. Triss und all die anderen sind einfach nur
nebenbei Geschichten. Aber Yen und, also Yennefer und Geralt, das ist von vornherein geplant gewesen. Man kann sich nicht dagegen wehren. Ekelhaft. Bisschen schon. Ja, was er dir wohl angeboten hat? Muss ja ein verdammt tolles Angebot gewesen sein. Es gibt nicht viele Dinge, für die du deine Freiheit aufgeben würdest. Und noch weniger Leute. Je eher wir aufbrechen, desto schneller erfährst du es. Was ist mit dir? Ich reite in die andere Richtung. Irgendwie bezweifle ich, dass die Einladung des Kaisers auch mir gilt. Außerdem habe ich in Kaer Morhen zu tun. Weißt du noch? Ja, ich erinnere mich. Danke für deine Hilfe, Wesemir. Und bis bald. Wie ist dein Pferd? Schnell? Kann nicht klagen. Warum fragst du? Ich wäre gerne hinter dicken Stadtmauern. So schnell wie möglich. Ob da das Einhorn steht? Mag für einen Freund. Schreckt mich, dass du die Antwort wissen scheinst. Ein schmutziger Traum, wie ich dich kenne. Zuerst schon, aber dann... Was dann? Los jetzt! Yennefer, wir haben Wir reden morgen darüber, in Ordnung? Nach der Audienz. Okay. Auf der Suche nach Yennefer, seiner einstigen Freundin und Geliebten, gelangte Geralt ins Dorf Weißgarten. Die Zauberin schien nur ein paar Schritte entfernt, doch sie blieb ungreifbar. Schließlich erfuhr der Hexer vom nilfgaardischen Garnisonskommandanten, dass Yen tatsächlich ganz nahe war. In Vysima. So sieht's nämlich aus. Das muss reichen. Ach, Mann. Du meinst, es kümmert Emir, ob ich sauber bin? Der Herr wird seine kaiserliche Majestät mit dem vollen Titel anreden oder gar nicht. Der Herr wird auf dem Berger Platz nehmen. Auf dem was? Auf diesem Stuhl. Cladwyn? Bitte rasiere den Herrn. Koteletten einen Finger breit. Das nicht vielleicht? Was ist an meinem Bart auszusetzen? Ich fand immer, dass er zu meiner Würde beiträgt.
Tut er auch. Doch der Eleganz ist er abträglich. In Nilfgaard gelten Bärte als unansehnlich. Vor allem, wenn sie voller Läuse sind. Ich war eine Weile unterwegs. Gut. Tu, was du tun musst. Kopf zurücklehnen, bitte, und stillhalten. Wie steht es? Laufen die Vorbereitungen für die Audienz nach Plan? Ja, General. Der Herr wird einigermaßen präsentabel sein. Wer ist der Typ? Auch ein Barbier? Nein. Morvran Voorhees, Kommandant der Division Alba. Yennefers Eskorte. Das waren meine Männer. Alle. Für wahr. Waren. Denn keiner von ihnen ist nach Vysimar zurückgekehrt, oder? Ich möchte wissen, was gestern auf der Straße passiert ist. Könntest du mich erleuchten? Du hast Zeit. Und ein Rasiermesser am Hals. Praktisch. Deine Männer sind in der Schlacht gestorben. Das passiert mit Soldaten. Ich sehe, dass ihr Schicksal dich nicht übermäßig berührt. Stimmt, aber ich nehme an, das Schicksal der Leute, deren Land sie eingenommen haben, hat sie auch nicht übermäßig berührt. Nordlinge. Man kann sie baden, rasieren und einkleiden, aber ihnen Manieren beibringen, das ist etwas für Fortgeschrittene. Ebenfalls sehr erfreut. Fertig. Soll ich ihn nochmal gegen den Strich rasieren? Nein. Er geht selbst schon ausreichend gegen den Strich. Leb wohl, Hexer. Oder besser, bis bald. Gut, der Herr kann sich nun ankleiden. Oh, ja, leider erhielt ich keine genauen Maße. Wenn etwas scheuert, wird unser Schneider es anpassen. Ja, das ist die gute Frage. Wo sind meine Kleider? Wo sind meine Kleider? Wo sie schon lange hingehören. Bei der Wäscherin. Nach der Audienz bekommt der Herr sie wieder. Sauber und gestärkt. Der Herr wird mir sagen, wenn er sich für ein Gewand entschieden hat. Halbes RP hier. Der Herr. Der Herr. Öle, Bomben und Tränkenwärmeverbindung verbrauchen können. Aufgebraucht. Deine Vorräte wieder aufzufüllen, öffne das Meditationsfenster. Starken Alkohol bei der Ausrüstung hast, wird er automatisch zum Auffüllen aller von alchemistischen Gegenstände verwendet. Oh, okay. Sehr gut. Morvan Voorhees. Drei stehen zur Auswahl. Ganz runter voll. Aber ich würde sagen, für heute reicht das.